As you look at the Progress 69 cargo craft, now about 5 kilometers away from the International Space Station. Icarus ist ein Traum. Das Projekt wird die Wissenschaft von einer eher starren zu einer dynamischeren und ganzheitlichen Sichtweise bewegen. Mir gefällt die Vorstellung, dass wir etwas ins Weltall schicken, dieses große Unbekannte, um so die Geheimnisse unseres Planeten zu verstehen. Das Icarus-Projekt verschiebt die bisher gültigen Standards in eine neue Dimension. Man bekommt ein Gefühl dafür, was auf unserem Planeten passiert, und zwar durch die Augen und Sinne der Tiere. Heute geht ein langer Weg zu Ende. Vor 16 Jahren begannen wir mit einer Idee. Daher der Name Icarus. Alle meinten, es sei verrückt. Sie könnte niemals fliegen. Aber wir sagten, doch, sie wird fliegen. Und heute ist sie geflogen. Sputnik, der erste Satellit überhaupt, brachte Biologen in den 1960er Jahren auf eine revolutionäre Idee. Peilsender sollen ihnen die Zugwege von Tieren offenbaren. Doch das genügt heute längst nicht mehr. Denn meist sind Sender in ihrer Anwendung auf einen einzelnen Aspekt oder eine bestimmte Tierart beschränkt. Um das globale Zusammenspiel des Lebens zu entschlüsseln, braucht es eine vollkommen neuartige Technologie. Wir können schon heute die Wanderbewegungen einiger großer Tiere erfassen. Aber was uns fehlt, ist ein System, mit dem wir kleine Tiere beobachten können, das nicht nur die GPS-Position aufzeichnet, sondern uns zeigt, was die Tiere tun. Für die Vision von Martin Wikelski arbeitet ein internationales Team von Ingenieuren und Wissenschaftlern. Mit Unterstützung der russischen und deutschen Raumfahrtagentur sowie diverser Technologiepartner ist das Icarus-System von Grund auf neu entwickelt worden. Das Herzstück? Eine riesige Empfangsantenne. Sie soll die entscheidenden Informationen liefern. Denn mit ihr lassen sich erstmals hunderttausende Tiere zeitgleich in fast jedem Winkel der Erde beobachten. Nur dadurch wird das globale Schwarmverhalten von Tieren sichtbar. Das Neue an Icarus, es wurde speziell für die Beobachtung von Tieren entwickelt. Es sagt uns genau, was ein Tier macht. Ist das Tier krank? Hat das Tier ein Problem? Gibt es Interaktion mit anderen Tieren? Die gewonnenen Erkenntnisse sind unglaublich. Wir können so viel von Tieren lernen. Weit über der Erde ist der perfekte Ort, um die Zusammenhänge auf unserem Planeten zu verstehen. Deshalb reist die Icarus-Antenne zur Internationalen Raumstation, wo sie die russischen Partner installieren und betreiben. Sechzehnmal am Tag umrundet die Antenne die Erde. Dabei scannt sie permanent die Oberfläche und schickt die Daten an ein Bodenkontrollzentrum. Forscher können dadurch den gesamten Lebenszyklus der Tiere beobachten. Die Sender können dafür immer wieder neu konfiguriert werden. Neben der GPS-Position zeigen Beschleunigungssensoren auch das Verhalten von Tieren. Der nur 5 Gramm leichte Sender erfasst außerdem die Lage im Raum, Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit. Das Besondere am Sender ist, dass man nur ein Solarmodul, eine Platine und eine Batterie braucht. Der Sender wird wie ein kleiner Rucksack oder als Ring am Bein befestigt. Er kann aber auch auf dem Rücken eines Fisches oder als Ohrmarke am Tier befestigt werden. Er ist der vielfältigste Chip, den man Tieren geben kann. Und wir sind überzeugt, dass er die Biologie revolutionieren wird. Tiere werden so zu intelligenten Umweltsensoren. Sie können uns viel über den Zustand unseres Planeten verraten. Uns etwa rechtzeitig vor Naturkatastrophen warnen. Tiere entwickeln sich seit mehreren hundert Millionen Jahren immer weiter. Ihre Sinnesorgane sind genau auf die Umwelt abgestimmt. Ihre Hardware ist besser als unsere technischen Sensoren. Ihre Nasen sind besser, ihre Ohren sind besser. Und ihr Gehirn kann Daten besser verarbeiten. Wenn wir viele Tiere erfassen, bildet sich ein Netzwerk von verteilten, intelligenten Sensoren, die die Umwelt präzise überwachen können. Auch Ausbreitungswege von Epidemien können so verstanden, die Folgen des Klimawandels dokumentiert werden. Dazu bündelt eine Datenbank, die sogenannte MoveBank, die Informationen aller Projekte und stellt sie Wissenschaftlern weltweit zur Verfügung. Mit Hilfe der neuen Sender können Forscher nun überall auf der Erde aktiv werden.
Es ist die einmalige Chance, komplexe Fragen und brennende Probleme im ökologischen Verständnis und der Interaktion zwischen Mensch, Tier und Umwelt anzugehen und so Wissenschaftler unterschiedlichster Fachrichtungen miteinander zu verbinden. Was mich am meisten fasziniert an diesem Projekt, neben der neuen Technologie, dem verbesserten Tracking und dem günstigen Preis, ist die Idee der internationalen Zusammenarbeit. Durch das Projekt entsteht ein globales Netzwerk von Wissenschaftlern. Und wir können der Öffentlichkeit zeigen, was vor sich geht. An Orten, die wir als Menschen normalerweise nicht erreichen. Und es hilft uns, Tierwanderungen global zu verstehen. Wenn wir es schaffen, alle Daten zusammenzutragen, werden wir das Leben auf unserem Planeten ganz anders verstehen. Information ist der essentielle Rohstoff, nicht nur für dieses Projekt. Erstmals kann ein weltweites Wissensnetzwerk geschaffen werden, das die Intelligenz der Tiere nutzt und sie dadurch schützt. Es ist das Internet der Tiere.